Hi Leute, ich bin Amazing Ace und das ist He-Man in der Big Edition von Funko Pop. Ja Freunde, hier muss ich ein bisschen zurückgehen, da es doch wirklich, wie ihr seht, eine große Box ist. Auch hier einen großen Dank an meine tolle Tochter und auch an meinen Sohn. Beide haben sie diese Figur für mich ausgesucht und meine Tochter hat es von ihrem Taschengeld bezahlt. Also ein wirklich tolles Geschenk an mich. Und da sie mitbekommen hat, dass ich diese Woche mich die ganze Zeit schon gefragt habe, was mache ich jetzt, kam ich nach Hause und habe einfach ein kleines Paket eingepackt bekommen und ein großes Paket und habe mich gefühlt wie beim Geburtstag. Ich freue mich wirklich sehr. Die Nummer 43 aus der Funko Pop Serie, wirklich, wie gesagt, ein großer He-Man. Das sind meine ersten Funko Pops in meiner Sammlung. Und vorne sehen wir schon He-Man in der Fensterbox mit seinem wirklich großen Kopf. Auf der Seite nochmal He-Man und hinten die Figuren, eine Auswahl der Figuren, die erhältlich sind. Und ich freue mich, den Biggie auszupacken. Dazu geht es in die Ego-Perspektive, so dass wir näher am Geschehen dran sind. Und bis gleich. Ja, Freunde, nun, da ist nochmal der Riese. Den werde ich jetzt befreien. Das Ganze gut eingepackt. Und der wiegt, sage ich euch. So, das zur Seite. Erstmal die Höhe. Wir haben hier 25 cm in der Höhe und wir messen von einer Kopfseite zur anderen, so ungefähr sind es 17,5, also ordentlich. Und ich habe euch ja gesagt, sieht schon mal schwer an. Ja, das gucken wir jetzt mal. Ach Leute, was denkt ihr? Wir sind hier bei 936 Gramm, also knapper Kilo. Sehr schön. Ja, sowas mag ich. Einfach was an Gewicht. Ich mag das auch bei normalen Actionfiguren, wenn da ein bisschen was dran ist. Deswegen bin ich auch begeistert von den Mondo-Figuren, die über ein halbes Kilo wiegen. Manchmal einfach noch mehr. Also richtig, richtig top. Ja, als erstes, was fällt auf? Klar, die Funko-Pop-Figuren, von denen es ja reichlich gibt. Der riesige Kopf ist ja immer maßgeblich das Merkmal der Funko-Pop-Figuren. Die Figur ist von 2020 und bekommt ihr bei diversen Online-Händlern, aber auch im Fachgeschäft. Und in diesem Fall war es dann Smice oder Smith. Ihr könnt mir mal unten drunter schreiben, was richtig ist. Also da scheiden sich ja auch die Geister bei der Namensaussprache. Wir sehen hier sofort sein gelbes Haar und seine großen schwarzen Knopfaugen. Im Gegensatz zu Skeletor, den wir hatten, ist das hier eine normale Variante, keine Special Edition, kommt also auch in der normalen, uns bekannten Bemalung daher. Seine Augen sind hier, es ist gummiartig. Sein wirklich gelbes Haar erinnert mich an die Origins-Variante. Auch das sehen wir uns nachher nochmal an. Und auch das ist schön gelungen. Er ist ein bisschen einzudrücken. Es ist aber von der Haptik wirklich, wirklich alles sehr feste. Das finde ich wirklich super. Und ja, er hat hier keinen Mund. Ja, er muss nicht sagen. Er beeindruckt mit seiner schieren Größe und seinem großen Kopf. Seine Nase hier ein Dreieck, ein in 3D. Also wirklich top. Und die Bemalung, das Ganze holen wir ein bisschen näher.
ist hier, was sein Kreuz vorne angeht, gut. Hier ist nichts drüber gemalt. Wir sehen hier leichte Stippen von der Drüberbemalung von dem Roten. Aber okay. Und auch sein Schild ist hier gummihaft. Also die ganze Figur ist hier wirklich sehr gummihaft. Also kein hohles Plastik, auch wenn es wahrscheinlich hohl ist, obwohl hört sich gar nicht hohl an. Deswegen kommt auch das Gewicht von 1 Kilo zustande, weil das ein Guss ist, also top. Und seine Axt, genau vom Muster, so wie wir es kennen. Sehr schön, sein Armreif in diesem Orange, auch hier seht ihr, nicht drüber gepinselt. Und genauso sein Schild, genau das, so wie wir es kennen, auch hier nichts drüber gepinselt. Wir können es natürlich nicht entfernen, die Funkos sind immer fest. Ich hätte gedacht aber, dass wir bei dem Großen die Arme bewegen können oder ein bisschen die Füße, Beine, aber das geht auch nicht. Macht aber auch nichts. Es ist eine schöne Dekoration, die sich top in der Vitrine macht, auf dem Schrank, auf dem Schreibtisch. Also wirklich top. Der Kopf lässt sich natürlich 360 Grad drehen und das ist sehr einfach. Die Bemalung auch am Gürtel, wirklich super gelungen. Und wir erkennen hier die Schnallen. Wie gesagt, ist alles natürlich fest. Also als Deko finde ich das richtig, richtig gut. Als Nebendarstellung ein Vergleich mit Super 7 Ultimate He-Man 2.0. Ein Classics He-Man habe ich natürlich auch noch. Den habe ich jetzt aber nicht dabei. Und einen Origins. Einfach aufgrund dessen, da ich finde, gelb technisch, haartechnisch passt er super zum Funko. Hauttechnisch jetzt, wo ich sehe, doch tatsächlich auch zum Origins mehr als zum Ultimate. Der Ultimate ist ja schon wirklich, hat einen sehr dunklen Hautton. Ja, Freunde, ich werde ihn mir auf mein Regal natürlich stellen. Ich könnte ihn mir aber auch gut neben meinem Fernseher vorstellen. Also ihr habt da mehr als genug Variationsmöglichkeiten. Da ist euch keine Grenze gesetzt. Auf der Seite findet ihr nochmal alle erhältlichen Figuren, die ich euch dort verlinke. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Let's collect!